Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Im Internet gibt es einige Anleitungen, wie man einen Ball zusammennäht. Ich habe hier ein Ballkissen gemacht. Sinn des Ganzen ist, dass es für die ganz Kleinen ist, wo ein Ball ständig wegrollen würde. Dieses Kissen kann nicht so leicht wegrollen wie ein Ball, hat aber gleichzeitig den Patchwork-Effekt, dass es für die Kleinen ganz viel zu entdecken gibt. Ich zeige euch, wie ich es gemacht habe und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Für die Vorlage des Sechsecks verwende ich einen Zirkel, den ich auf 4 cm einstelle. Das ist der Radius des Sechsecks, wenn man einen Kreis drum machen würde. Dann ziehe ich den Kreis, steche an einer Stelle des Randes ein, markiere die Punkte, wo der Zirkel dann den Kreis wieder schneidet und dann verwende ich diese Punkte wieder, um die nächsten Punkte zu setzen. Die Punkte verbinde ich dann noch und dadurch entsteht ein gleichmäßiges Sechseck. Für das Kissen, wie ich es hier gemacht habe, braucht ihr 14 Sechsecke aus Stoff. Wenn ihr einen Ball machen wollt, könnt ihr die gleiche Technik verwenden, nur dass ihr dann nochmal zusätzlich 6 Stücke braucht, die in der Mitte zwischen die beiden Seiten genäht werden. Bügelt die Teilchen gegebenenfalls nochmal und näht dann an jeweils ein Mittelteil 6 Sechsecke fest. Die Seiten der Sechsecke werden dabei auch miteinander vernäht. Ich verwende hier übrigens die Reste von ganz einfachem Baumwollstoff und nehme mit einem geraden, recht kurzen Stich. Die Fäden braucht ihr nicht jedes Mal abzuschneiden, weil sie nachher auch im Inneren des Balls verschwinden. Achtet aber auf jeden Fall darauf, dass ihr die Nähte jedes Mal zu Beginn und am Ende versiegelt, das heißt nochmal ein Stück zurück und wieder vornäht. Dann können sie nicht aufgehen und wie ihr wahrscheinlich wisst, werden die Nähte in Kinderhänden recht großen Strapazen ausgesetzt, deshalb sollte das sicher sein. Wenn ihr mit dem Schritt fertig seid, solltet ihr jeweils 7 Teile zusammengenäht haben. Diese bilden nun Vorder- und Rückseite des Kissens und werden nun versetzt aufeinander genäht. Wie eben schon gesagt, entsteht dadurch der Kissenlook, dass ich das Mittelteil rauslasse. Wenn ihr an einer Seite nun nochmal 6 Stücke in die Ecken näht, wo die Stoffe jeweils aufeinandertreffen und dann erst das andere Teil annäht, dann würde ein Ball entstehen. Ich möchte jetzt aber hier ein Kissen machen.
Lasst dann am Ende des Zusammennähens eine Naht offen, dreht dadurch das Kissen auf rechts und füllt es dann noch mit Füllwatte. Ich habe dann noch zwei kleine Rasselelemente mit der Füllwatte mit eingefüllt, um das Ganze für den Kleinen noch interessanter zu machen, als es mit den unterschiedlichen Mustern sowieso schon ist. Mein Kissen ist fertig. Ihr hört schon, es rasselt auch ganz wunderbar. Ich kann es kaum stillhalten. Und wenn ihr weitere Nähvideos sehen wollt, schaut einfach mal bei denen vorbei. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst mir ein Abo da. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Natürlich freue ich mich auch über einen Kommentar. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Und bis dahin findet ihr uns natürlich auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Pinterest und natürlich auf unserer Seite auf kreativbunt.de. Bis dahin, tschüss!